Meine Freunde oder Feinde, je nachdem, als was ihr euch bezeichnet. Willkommen zurück zu Hans auf Ein 4. Mit mir, dem geilsten Schalentier. Wir spielen weiter mit dem, Deutschen Reich. Was wir eigentlich gar nicht wissen, ja, das Deutsche Kaiserreich. Aber gut. No problem. Was das? Hä? Oh, nicht euer Ernst. Ich glaube, ich habe ja den neuen PC, ne? Ich habe ein bisschen das Problem, dass der beim Starten im Launcher mir manchmal irgendwelche random Mods reinschmeißt. Er hat tatsächlich Ragnarök reingeschmissen. Hä, warum hat... Digga, was? Wollen mich verarschen? Was packen die mit die Ragnarök-Mod einfach ins Mod-Set rein? So, bin ich im falschen U-Boot gelandet oder was? Also, denk mir so, hey, was für Ragnarök, Alter? Was für Decisions? So, hey? Naja. Ja, jedenfalls, ja. Was, das Spiel kann ich vom... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, besser ist es. Kann ich fortgesetzt, dankeschön. Also, kann ich vom letzten Save fortgesetzt werden, Alter. Gehe gleich hoch wie eine Atombombe. Naja. Jedenfalls, wir rekrutieren fleißig auch Panzer-Divisions. Trotz allem ist immer noch ein bisschen limitierend die Tatsache, dass ich halt einfach so lustig war, das Ganze wieder auf Elite zu machen. Die Abzüge, die du bei der Produktion hast, sind halt nicht zu missachten. Wir haben hier eine Produktion von eine Produktionsleistung, die runtergesetzt ist von um 30%. Okay, das ist schon big. Das ist nicht beeinflusst hier, ne? Der Abschluss, der hier steht, den könnt ihr ignorieren. Es gibt Produktionsausstoß-Buffs. Okay. Quasi dann steht halt dabei, erhöhte Effizienz bzw. Produktions... erhöhte Fabrik... Leistung oder erhöhte Fabrikproduktion heißt es im Deutschen, glaube ich. Das wird hier drauf gerechnet. Das hier oben ist nur die Produktionseffizienz und du halt dann die Obergrenze. Die Obergrenze ist jetzt hier aktuell bei 48% und die Effizienz liegt jetzt aktuell bei 41%. Je länger man das gleiche Zeug baut, desto stärker steigt die Effizienz an und umso mehr baut man dann auch. Ja, das haben wir um 30% reduziert. Also wir hätten hier einen Basiswert von 80%, rein theoretisch. Wir wären jetzt bei 78%. Normalerweise. Also wir wären jetzt bei 78%, aber dadurch, dass wir minus 30% haben, sind wir dann bei 48%. Ne? Beziehungsweise 50% ist der Wert, den man immer hat. Da werden halt die 25% draufgerechnet und dann nochmal 30% abgezogen. So macht es jetzt, so ist richtig. Ja, so versteht es, glaube ich, jeder. 50% hat man immer. Dann kommen jetzt hier nochmal Karl Friedrich Gördeler drauf, 5%. Das ist der Mann hier. Ne? Obergrenze der Produktionsleistung 5% und was haben wir noch? Einfachere Maschinenwerkzeuge, verbesserte Maschinenwerkzeuge. Das sind die Forschung hier, verbesserte und einfache Maschinenwerkzeuge. Was wir hier dann noch haben, ist Fabrikleistung 15% und Fabrikleistung nochmal 15%. Das ist dann das, was hier drauf kommt. Ja? Seht ihr hier? Konzentrierte Industrie 15 und 15%. Das kommt damit drauf. Wird dann quasi nicht direkt von der Effizienz beeinflusst, aber indirekt natürlich schon, weil je höher die Effizienz, desto mehr Produktion hat man natürlich dann am Ende auch. Also, dass die Effizienz niedrig gehalten wird, ist halt für uns dann eigentlich das Schlechteste, was es gibt. Aber was macht man nicht alles, damit es für euch ein bisschen interessanter wird? Ihr kleinen Glubschbirnen, ihr kleine... So, wenn man gerade von Glubschbirnen reden, können wir irgendwas upgraden? Huch! Oh, Festungsknacker ist immer nice. Plünderer bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich finde, Plünderer ist ein netter Trade. Vor allem für mittelgroße Nationen und für kleinere Nationen, wenn man darauf angewiesen ist, Ausrüstung zu plündern. Ich bin aber kein Plünderer, ich bin ein Eroberer. Und, nehme ich doch lieber das Erober mit. Auch wenn ich jetzt wirklich sehr gespannt bin, wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickelt. Auch allein aufgrund der Tatsache, dass... Ja... Mal ideologisch das Ganze so anschauen. Ja.
Das ist halt ein bisschen, also wir haben Paris kommunistisch, also Frankreich kommunistisch, dann haben wir sowieso hier Kommunisten. In Polen wird auch der Kommunismus scheinbar obsiegen, das ja, lässt sich nicht vermeiden. Die werden sehr bald faschistisch. Wir machen die USA keinen Scheiß, hoffe ich. Nee. Die USA werden nicht fascho. Ist halt die Frage, was dann die Dominions machen, langfristig gesehen. Das wird halt auch interessant. Ja, müssen wir mal gucken. Wir werden sehen. Ich werde gucken, ob ich dann meine Gelegenheit nutzen kann. Vielleicht, dass mir ein Pack von Rom sich snackt. Österreich hat keine Garantien. Ungarn hat keine Garantien. Also rein theoretisch ein easy Target, wenn es irgendwann mal einen Kriegssieg geben sollte. Wir sind übrigens jetzt im Jahr 1938. Ich hab mir schon das Knie angeschlagen. Oh. Das kommt davon. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ich sitze jetzt weiter... Ich sitze jetzt ein bisschen anders da als vorher. Nie aber selber schuld, habe ich selber so gewollt. Nur das Problem ist, unten am Tisch gibt es so ein Knie und da haue ich jetzt hier nur wieder gegen. Ja, okay. Wir... Ja, was machen wir? Ja, Forschungsgeschwindigkeit Industrie 15%, glaube ich. Als jemand, der absolute Fan der Industrie ist, vor allem wenn sie so krass limitiert ist wie bei uns, finde ich das eine nette Sache. Bulgarien möchte Ansprüche auf den Balkan durchsetzen. Okay. Dürft ihr gerne machen, ist mir auch relativ vorstellig gesagt. Was machen wir hier eigentlich noch nebenbei? Ach stimmt, ich erinnere mich. Unser Platz an der Sonne, glaube ich. Habe ich noch nie gemacht. Wird auch wahrscheinlich der Name der Kampagne werden. Ist übrigens auch heute aufgefallen. Kein Spaß, heute ist mir aufgefallen, weil dadurch, dass der PC ja so spät erst kam, also er hatte zwei Wochen Verzögerung gehabt, habe ich auch keine neuen Sachen aufgenommen, so richtig die ganze Zeit davon ausgegangen, der kommt jetzt irgendwann mal. Und damit ich mir den Struggle ein bisschen spare, habe ich dann quasi dann auf Standby geschalten, habe mal tatsächlich mal 1 Woche ein bisschen mein Leben genossen. Ganz, ganz leicht. Aber habt ihr schon heute festgestellt, so scheiße, Digga. Du hast keine neue Kampagne für die Boys am Start. Kanalmitglieder schon richtig angepisst. Der Schaum schon vom Mund weggetropft, das habe ich schon gesehen, Alter. Tut mir sehr leid, okay? Meine lieben Kanalmitglieder, ich habe euch trotzdem lieb. Wirklich. Es tut mir auch echt unendlich leid. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Wir sind ja alle wieder am Start. Militärpolizei ist auch am Start. Vaterstaat. Okay, das können wir auch machen. Wir haben natürlich auch noch minus 30% Forschungsgeschwindigkeit und das ist halt einfach auch ein brutaler Abzug. 30% weniger Forschung, es tut halt weh. Leute, es tut halt weh, das ist halt einfach so. Aber Hauptsache unsere Jungs sind alle fleißig am Trainieren. Der möchte eine Medaille haben. Nahm an der Belagerung von Berlin teil, dem ehemaligen deutschen Regierungssitz. Mhm. Sehr krass. Der ehemalige deutsche Regierungssitz ist jetzt der deutsche Regierungssitz. So schnell können sich Sachen ändern. Vom Deutschen zum Deutschen. Okay, machen wir weiter mit Industrieforschung. Komm, gib dir die Solde. Hier machen wir auch weiter. Elastische Verteidigung. Dann machen wir Blitzkrieg. Und dann schwallern wir die verzweifelte Verteidigung durch. Oder moderner Blitzkrieg, das weiß ich noch nicht. Denken wir, das mache ich jetzt abhängig von dem, wie es hier läuft. Dürft ihr übrigens gerne mal komplett aufteilen, die gesamte Linie. Dass ihr euch nicht gegenseitig das Konservenfutter wegfresst. Jeder weiß, ein hungernder Soldat ist ein blöder Soldat. Unser Platz an der Sonne. Die Wälzer wissen, dass das Deutsche Reich wieder sein Recht auf einen Platz an der Sonne beansprucht. Unser Volk wird nicht länger gedemütigt im Schatten darben. Dann hassen mich die Briten und die Franzosen. Das ist nichts, was mich interessieren würde. Und China bekommt das Ereignis Deutschland verlangt die Rückgabe von Qingdao oder Qingdao. Was ist er eigentlich vom Beruf? Model oder hat er auch eine tiefere Bedeutung? Weiß es halt nicht. Ist er Kaiser oder ist er Faschist in Disguise?
Seinen Sinn habe ich noch nicht ganz durchblickt, muss ich gestehen. Der Völkerbund ist mal wieder im Arsch. Weil die Sowjets jetzt den Polen den Krieg erklärt haben. Digga, kannst du dir nicht ausdenken gerade, ne? Und ich darf nichts machen, oder was? Die dürfen sich gegenseitig wegschlitzen und ich bin der Böse, oder was? Hallo? Was ist das jetzt für ein Scheiß? Ja, das ist das, wie immer. Die brechen die Kontakte ab. Wann kann ich denn jemanden den Krieg erklären? ernst gemeinte Frage eigentlich. Oh, scheiße sowas. Ich fühle mich hier voll diskriminiert gerade, so als Krabbe. China bietet Qingdao Handel an. China ist mit einem Vorschlag für einen Handel an uns herangetreten, der ihrer Meinung nach uns beide zufriedenstellt. Sie bieten an, Qingdao wieder unter rechtmäßige deutsche Kontrolle zu stellen und fordern im Gegenzug die Garantie, dass wir die Mission von Alexander von Falkenhausen nicht abziehen. Okay. Scheiß auf den Falkenhausen, Alexander. Solange ich Qingdao bekomme, was hier als Qingdao angeschrieben wird, ist mir alles egal. Ist halt einfach unser Weg in den Osten. Sozusagen. Da werden wir nachher die Militärpolizei reinschmeißen. Solange ich die nicht habe, machen wir es jetzt trotzdem schon mal. Ist halt einfach billiger. Ja. Und das andere bekommen wir ja leider nicht. Die, wie heißt es? Lokale Autonomie, was hier nur Demokraten haben, was ich total geil finde. Ich finde, lokale Autonomie ist enorm stark. Ich finde das mit einer der stärksten Sachen, die es gibt. Wiederaufbau der Nation ist beendet, echt schon? Dachte, wir haben gerade erst angefangen. Warum sind wir denn jetzt schon fertig, Mami? Wollte gerade eben erst anfangen, das Reich aufzubauen, dann ist es auch schon wieder fertig aufgebaut. Na gut, dann ist das Projekt hier zu Ende. Ist ja wieder fertig aufgebaut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Nein, Spaß. Ich bin gespannt, wie das Spiel Late Game jetzt läuft, wirklich. Also ich sehe jetzt schon tatsächlich Unterschiede zum Spiel, wie wir das sonst immer kannten. Griechenland ist jetzt der Union der Sowjetrepubliken beigetreten. Das ist die einzige Hoffnung, die die Griechen jetzt haben, dass sie direkt dem Krieg gegen die Türken beitreten. Weil die haben aktuell so ein bisschen das Problem, dass sie hart auf die Fresse bekommen. Oh, Mussolini ermorden. Kuss. Ist sogar möglich. Ist ein Achievement, by the way. Hab ich schon. Ist irrelevant an sich, aber... Das ist schon... Oh, das ist jetzt interesting. Also die Russen bekommen auf die Fresse. Was eigentlich auch nicht sein darf. Die Russen sollten deutlich stärker sein. Bürgerkrieg hin oder her. Verstehe ich nicht. Aber was ich trotzdem auch sehe... Dass jetzt hier Kollege Komi in Polen den Bürgerkrieg gewinnen wird. Was im Umkehrschluss bedeutet, das dürfte der Rumänien wahrscheinlich auch zu Fall kriegen, bringen, wenn die Polen das Ding gewinnen. So, Bulgarien hat die Mittelmächte-Einladung angenommen. Das finde ich doch ganz, ganz herzallerliebst. Den Stolz auf die Doppelmonarchie wieder entfachen. War jetzt eigentlich nicht direkt mein Plan, aber scheinbar machen wir das jetzt irgendwie. Wenn ihr das möchtet, dann machen wir das halt so. Kein Problem. Militärpolizei mal vor. Ich mache direkt die nächste Stufe. Werden einmal das Ganze natürlich hier anpassen. Militärpolizei mit rein. Dann brauchen wir statt 3000 irgendwas immer noch 3000 irgendwas. Na gut. Hat also überhaupt nichts gebracht. Naja. In der Zwischenzeit haben wir fast 700.000 Mann in der Armee. Jetzt haben wir 700.000 Mann in der Armee. Und eine Panzerdivision auch nochmal. Luftwaffe 30 Riesen, Marine 30 Riesen. Apropos Marine 30 Riesen. Rein theoretisch müssen wir auch ein paar Werften bauen. Aber bei den Briten bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was die vorhaben, weil die sind zwar generell aktuell sehr faschistisch unterwegs, aber es ist noch nicht ausgebrochen, der Faschismus. Also entweder haben keinen Bock oder sind nicht in der Lage, das Ganze mal umzusetzen. Die Sowjets halten sich weiterhin aus dem Krieg mit der Türkei raus. Ich kann auch keine Truppen so richtig entsenden. Das haben sie auch ein bisschen überarbeitet.
Ja, also ich kann sie schon entsenden, aber ich will auch gar nicht, scheiß drauf. Wen willst du da unterstützen? Die Kommunisten? Also die Demokraten, die mit Kommunisten arbeiten? Oder die Neutralen, die wahrscheinlich auch eher Faschisten sind oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Fakt ist, am Ende des Tages, wir könnten Spanien, na, wobei es sind auch Nationalisten, wir könnten die Karlisten unterstützen. Pass auf, wir unterstützen auch einfach jetzt mal die Karlisten, komm. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Macht ja sonst nichts den ganzen Tag hier, Freiwillige entsenden. Wir schicken keine Luftfreiwilligen. Und ich wirklich, ich muss an der Stelle muss ich mal meinen tiefsten Respekt aussprechen für meine YouTube-Kollegen. Für die Content-Creator, die tatsächlich von Beginn bis Ende in Spielgeschwindigkeit 2 oder 3 spielen. Und ich weiß, die gibt es da draußen. Und da möchte ich einfach nur mal meinen tiefsten Respekt äußern. Muss ich wirklich sagen. Also die Muße zu haben, 50, 60 Stunden eine Kampagne zu spielen, da einfach an der Stelle meinen tiefsten Respekt. Wäre überhaupt nichts für mich. Null. Keine Chance. Ich würde einen Nervenzusammenbruch bekommen nach ein paar Sekunden. Aber wollte ich einfach mal erwähnt haben. Die polnische Situation wird nun auch erwähnt. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs hält Polen deutsche Gebiete besetzt. Was? Besitzt. Ich liebe die Schreibfehler. Also ich ignoriere sie meistens, aber da war ich wieder richtig schlecht. Als wäre das nicht schon genug, greifen sie auch noch regelmäßig ihre Nachbarn an, um ihr Territorium aggressiv zu vergrößern. Unsere N-Verbündeten sind zu demselben Schluss gekommen wie wir. Um den Frieden in Europa zu gewährleisten, muss der polnische Staat eliminiert werden. Wir müssen die Polen auslöschen, ein für alle Mal. Entschuldigung. Wirklich, tut mir echt leid, ich habe mich gehen lassen. Ich soll denen den Krieg erklären. Wird garantiert von Rumänien. Ist mir scheißegal. Scheiß auf Rumänien. Ja, tut mir jetzt nur leid für die anderen Jungs, wo ich die Truppen runtergeschickt habe. Als nächstes bereiten wir eine Kuhwurst vor. Das Problem ist, wenn ich denen den Krieg erkläre, das bringt mir überhaupt nichts, weil ich kann keine Truppen hinschicken. Hey, Digga, ist jetzt voll sinnbefreit, Alter. Ah, warte mal, wobei, vielleicht doch nicht ganz sinnbefreit. Moment, wir werden es gleich sehen. Kann ich da durch? Seid ihr friendly? Gebt ihr Kuss auf die Nuss? Ach, Arschlöcher. Das ist jetzt interessant. Das kommt ein bisschen random. Die möchten dem Bündnis beitreten, oder? Das ist alles sehr interesting. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich finde es alles highly interesting. Treibstoffverbrauch minus 5%, super. Ich habe noch nicht ein Schiff einmal in die Luft geschickt. Und kann schon Sachen freischalten, dass ich nicht mehr weiß, wo meine Hut heute Morgen hingelegt habe. Das Einzige, was ich immer weiß, Holy ist geiler Scheiß. Erst wieder Holy-Werbung einschieben. Holy for the win, Leute. So, dann gibt es irgendwas Neues? Nicht so wirklich. Durchmarschgenehmigung durch Bulgarien fordern. Bringt mir nichts, wenn ich nicht hinkomme. Da kann ich mir 20 Genehmigungen einholen. Rumänien hat übrigens in der Zwischenzeit auch schon die Bündnis- oder die Garantieanfragen über Bord geschmissen. Das juckt auch schon keinen mehr da drüben, was man mal vor 20 Jahren garantiert hat. So schnell geht's, Alter. So schnell bist du nichts mehr wert, ne? Und ich weiß, hier gibt es immer noch 6 Fabriken, hier gibt es synthetisches Gummi. Aber wenn du so wenig Zeit und so viel Sachen zu erforschen hast. Digga, ich bin auch komplett branded, Alter, ne? Digga, ich bin tot wie so ein Esel, Alter. Was ist mit mir los? Excuse me? Tretet doch wenigstens bei. Komm, habt doch ein bisschen Ehre im Leib, Alter. Wie kann man so ehrenlos sein, dem Krieg nicht beizutreten? Das packe ich ja schon überhaupt nicht. Schlimm. Bauen wir ein paar Häfen.
kostet das? Was kostet mich eigentlich so ein Hafen? 6,4? Ja, Digga, den baue ich hier auf Lock. Ja, easy. Davon ziehe ich 20 Stück über Nacht hoch, wenn es sein muss. Alleine, ohne Hilfe. Einzige, was ich brauche, sind 20 gute Männer und ein bisschen Beton und Zement. Mehr brauche ich nicht dafür. Versorgung ist ja auch komplett im Arsch. Bei meinen Freunden der faschistischen Tschechoslowakei. Die haben auch noch nicht... Bist du 307 Tage, Alter? Was passiert denn eigentlich, wenn ich... Ne, warte, wen darf ich nicht zurückrufen? Den hier? Oder war es ein anderer? Weiß ich nicht. Hab's vergessen, ich hätte lesen sollen. Irgendjemand darf ich nicht zurück... Falkenhofen war es, glaube ich. Falkenhorst, Falkenhofen. Wie ist der? Wie hieß der nochmal? Falkenhofen. Stammt. Alexander von Falkenhausen war es, genau. Das war sein Name. Den darf ich nicht zurückziehen. Der muss auf alle Zeiten in China bleiben. Arme Sau. Griechenland hat kapituliert und dadurch, dass die Sowjets den Griechen nicht geholfen haben, sind die Griechen jetzt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch. Und jetzt, sehr schön. Wir greifen an, ohne Rücksicht auf Verluste, meine deutschen Freunde. Wir müssen die Front nicht mal minmaxen, weil, naja. Ich sag mal, die Front zu den Sowjets ist relativ groß. Dann haben wir noch, also, Rumänien muss so viele Fronten abdecken, dass ich mir keine Gedanken über die kleine Front machen muss. Scheiße. Das hatte ich befürchtet. Verdammte Wurst. Okay. Jetzt nehmen sie mich wieder ein bisschen hops hier gerade. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir schnellstmöglich... Ja, danke schön. Dass wir schnellstmöglich hier die Front wieder in den Griff bekommen, haben wir geschafft. Polen möchte mir... Oh. Dankeschön, Polen. Voll freundlich. Verluste. 2000. Bulgarien ist jetzt auch beigetreten. Und Britannien. Britannien garantiert nun Rumänien, beziehungsweise ist mit Rumänien im Bündnis. Nee. Sollen sie machen. Italiener willigen Vorschläge eines Coups ein. Das bedeutet, wir werden hier wahrscheinlich dann demnächst einen Führerwechsel haben. Ein Führerwechsel, ne? Ich weiß. Ich bin wieder hochkreativ heute, was das angeht. Da machen wir Blitzkrieg. Was ist da drüben los? Die Sowjets sind da gelandet. Ja, Digga. Also Rumänien hatte überhaupt keine Chance. Hätten die es einfach sein lassen und hätten einfach das Spiel beendet, bevor es angefangen hätte. Dann wären wir aufs Gleiche rausgekommen wahrscheinlich am Ende des Tages. Und ihr habt jetzt irgendwie vor, alleine die Sowjetunion zu besiegen oder was ist euer Ding hier? Hm? Nur kurz gucken, dass sie mir nicht auf den Arsch hauen. Kommt so eine Naval Invasion und zack hast du kein Land mehr. Na gut, das war's mit Rumänien. Damit können wir jetzt erstmal 20 Jahre chillen. Und jetzt gibt's auch noch den Bürgerkrieg. Das ist interesting. Vielleicht können wir uns das ein bisschen zunutze machen und den Krieg direkt beenden. Alles, was ich dafür machen muss, ist mir beim britischen Empire eine Durchmarschgenehmigung zu organisieren. Weil die automatisch den Bürgerkrieg eigentlich gewinnen sollten, aber... You never know, right? Schicken wir trotzdem mal ein paar Leute dahin. Okay. Bürgerkrieg in britisches Empire. Und Britannien ist... Ah! Verstehe. So ein Ding ist das. Ist halt scheiße, weil wir müssen in Istanbul vorbeikommen. Aber die Türken sind auch im Krieg mit den... okay, sehr gut. Das heißt, was wir machen, sobald die Briten besiegt sind, werden wir unseren fetten Arsch mit unserer Flotte... verdammte Scheiße. Ich kriege die Flotte nicht ins Mittelmeer, beziehungsweise Schwarzes Meer, keine Chance. Solange wir nicht alle Gebiete besitzen. Aber gut, Leute, würde ich an der Stelle erstmal sagen, ich würde es einfach mal ganz dreist wagen, die Folge zu beenden. Wir sehen uns nächste Folge wieder, dann singt ihr wieder meine Lieder. Macht's gut, tschüss. Sind das eigentlich für komische Reime immer?